Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fridays for Fußball. Und ich habe mich in Schale geschmissen, denn das ist die letzte Bundesliga-Partie vorm Heiligabend. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und für Werder Bremen und Mainz 05 geht es um einiges. Werder Bremen möchte natürlich versöhnlich in die Weihnachtspause gehen. Also die müssen danach zwar noch im DFB-Pokal ran, aber wollen natürlich in der Liga nochmal ein paar Punkte holen. Für Mainz sieht es ähnlich aus, die müssen auch mal gewinnen, um noch eine Chance sich erstmal zu wehren, aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Die haben nämlich nur 6 Punkte, die Mainzer, sind auf dem 17. Platz, während Werder Bremen auf dem 14. Platz ist mit 11 Punkten. Ich übernehme, wie ihr schon seht, an dem wunderschönen Rot-Weiß, was ich hier trage, Mainz 05. Ich habe Charloy, Wene und Öztunali erstmal rausgenommen. Die sind laut Transfermarkt noch angeschlagen oder können zumindest noch nicht spielen, so nach dem Motto Rückkehr unbekannt. Es gab bis jetzt einen Sieg in der Liga für Mainz, das war gegen Freiburg. Werder Bremen hingegen hat schon 2 Siege. Also richtig gut sind beide nicht. Und wie gesagt, vor Weihnachten aufstrebenden Clubs im deutschen Fußball sollte einer von beiden gewinnen. Ich glaube, ein Unentschieden, da freuen sich beide nicht so richtig rüber. Ich hoffe natürlich, dass Mainz gewinnt, denn ich übernehme heute die Mainzer. Da seht ihr auch schon die Aufstellung. Ich habe noch Stöger und Latzer reingepackt. Die waren nicht drin, laut FIFA. Und Flexibilität. Bin mal gespannt, ich habe an der Formation an sich nichts geändert, also die so geht Werder Bremen heute in an der Spiel. Aufstellung, an der Formation. Wir spielen heute ja, wir hätten uns was das Spiel steigt am Samstag um 15:30 Uhr, also in der Konferenz. Es wird wohl heute eher darum gehen, Tore zu verhindern. Und das Werder rechnet, und ich rechne damit auch, mit einem intensiven Kampfspiel. Und wir schauen mal, wie das hier auf der Konsole aussieht. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Und da wird You Never Walk Alone gesungen. Stöger. Brosinski. Boetius. Spielen wieder auf Weltklasse übrigens. Jean-Philippe Mateta. Und da verlieren sie den Ball. Mal gucken, ob es besser läuft als in der letzten Partie, die ich gespielt habe. Hoppala. Oh Gott. Wo ich ja mit dem VfL Osnabrück gegen Braunschweig am Ende ein 4-4 Latzer hatte. Das Spiel ist natürlich zum Glück durch den Vorteil gerät das Spiel nicht für den VfL ausgegangen. Schön dazwischen gegangen. Kevin Möwald. Oh, sehr gut. Da haben sie jetzt den Ball. In der Werder-Aufstellung habe ich nichts verändert, also kann ich ja auch, glaube ich, gar nicht, wenn der Computer die spielt. Also falls da noch jemand spielt, der Boetius eigentlich gesperrt, Schöner verletzt, Ball, was auch immer ist. Sie geben den Ball bis jetzt wieder an. Da wird Augustinsson umgebumst. Natürlich bumst nicht in sexueller Hinsicht, sondern halt so geräuschmalerisch. Gebre Selassie. Muss mir auch noch überlegen, was denn an den Fridays vor Fußball über die Feiertage passiert. Es ist ja auch noch Boxing Day an Weihnachten in Großbritannien. Das heißt, und da gibt es Elfmeter, glaube ich. Wenn ihr euch den wieder anguckt, ist es wieder eine absolute Frechheit, wie der Elfmeter entsteht. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Das ist kein Foul. Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Da drückt Möwald von hinten auf den Spieler von Mainz und der Mainzer kriegt den Ball an der Hand. Ja, wenn das mal kein Elfmeter ist. Das ja, natürlich nichts daneben. Fairness auf Seiten der Werderaner, extra verschossen von Bittencourt. Sehen wir hier noch mal, oder sie wurden von Zentners Pantomimik verunsichert. Da sind die Nerven scheinbar mit ihm durchgegangen. Glück gehabt. Oh, da ist Chong nochmal dran gekommen. Stöger. Brosinski.
Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Sie verlieren den Ball. Ballverlust auf dem Flügel. Selassie mit dem Seitfallzieher. Kevin Möwald. Tai Chong. Auf außen ist jetzt Platz. Ja, läuft der Singen Wolf. Ja, aber wird Einwurf geben. Es ist sogar Einwurf für mich. Ja. Besser kann es da nicht laufen an der Stelle. Alexander Hack. Ja, schlechter kann es an der Stelle nicht laufen. Latza. Sie müssen aufpassen. Ja, ey, die pressen früh. Die Mainzer Fans wollen, dass ich ein Tor schieße. Ja, ich will das natürlich auch. Jean-Philippe Mateta. Oh. Ballbesitz verloren. Ja, das ist ein Foul. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Warum ist Augustinsson denn da so frei? Sträflich frei. So, was machen Sie draus? Den hat er gut abgekocht. Möwald kommt da durch. Sergeant. Das wäre abseits. Das war hauchdünn. Hätte nicht gezählt, wenn er getroffen hätte. Alles noch gut. Mainz hat da echt Probleme, irgendwie ihr Offensivspiel aufzuziehen und reagiert nur auf das, was Werder hier macht. Das ist für ein Heimspiel Latza nicht gut genug. Alexander Hack. Oh, Foul! Es muss aber eine Karte geben. Ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Ja. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Da wäre ich durch gewesen. Ja, das ist zu nah für einen direkten Freistoß. Jo! Führt den Freistoß kurz aus. Direkt in die Mauer gepasst, das wollte ich. Aber nochmal den Ball wieder geholt. Ganz stark. Latza. Oh, Latza mal mit der Chance. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ja, abgeblockt. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, falls ihr über die Weihnachtszeit, da ist ja die Zeit der Wünsche und Geschenke, fällt euch eine Partie ein, die ich noch spielen soll. Da können auch Fantasiepartien dabei sein. Keine Ahnung, Real Madrid gegen den SV Meppen. Dann schreibt sie in die Kommentare, ich werde sie spielen. Jetzt die Flanke. Super rausgeholt, den Kopfball. Denn in letzter Zeit haben sich die Wünsche eher verdünnisiert. Leider. Jeremias und dabei habe ich ja sogar schon mal zwei Partien an einem Freitag gezeigt, weil ihr so viele Wünsche hattet. Mein zweiter im Ballbesitz. Aber er muss aufpassen. Oh, da ist jemand verletzt von meinen Spielern. Den muss ich gleich mal auswechseln, wenn der Ball ins Aus geht. Oder lasse ich Sergeant Tür und Tor offen. In den freien Raum. Aber aufgepasst. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Faison. Stöger. Latza. Jetzt wird's gefährlich. Wir rennen am Ball vorbei, was ist das denn? Mateta. Ey, was Ball sind das für Pässe? Mateta keinen Bock mehr oder was? Ey, und dann mache ich so einen Fehler, ja. Halbzeit. Keine Tore zur Pause für so wird wahrscheinlich in echt die Partie. Mehr Qual als Qualität. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was hast du? Ja, also Mateta bleibt unter seinen Möglichkeiten. Ich guck nochmal, wer jetzt verletzt war oder ob er die Verletzung rausgelaufen hat. Mir gefällt Matetas Leistung aber auch nicht. Also ich bringe einfach mal Ji Dong Wong. Der wird jetzt das Spiel in ganz neue Bahnen lenken. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Ach, Boetius ist verletzt. Okay, ich guck gleich mal. Kann natürlich auch sein, dass vorhin die Fehlpässe wegen Kevin Möwald der Verletzung passiert sind. Zweikampf jetzt. Ja, lauf doch hinterher. Komm. Ja, Latza, sauber. Der Kapitän mit dem Ballgewinn. Boetius. Quaison. Ah, das könnte was werden jetzt. Nicht dahin. Geht dazwischen und hat den Ball. Oh, guten Foul rausgeholt. Ein berechtigter Freistoß. Ah, ich glaube nicht, dass das was wird, aber mal gucken. Ball kommt in den 16er. Ja, das war schlecht. Jetzt haben sie den Ball. Ja. So spielt man den Ball raus, Werder. Genau. Gebre Selassie. Tiki-Taka im Strafraum, im eigenen. Egestein. Egestein. Guter Pass jetzt.
Ja, er zieht ab und ich. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ganz alleine. Ja, es war blind gegrätscht von mir. Das war richtig schwer. Was? Aber Zentner ist parat. Mit seiner Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, Friedel mit dem Kopf. Oh, Sargent holt auch den Ball. Das gibt's doch nicht. Maximilian Eggestein. Sehr gut geblockt. Hätte sonst gefährlich werden können. Und jetzt mal schnell, kontern. Boetius. Und G. Ja, Boetius muss ich, glaube ich, gleich mal rausnehmen. Maximilian Eggestein. Oh, das war natürlich richtig hartes Einsteigen. Es gibt nachher nachträglich noch Gelb. Jetzt könnt er flanken. Für den Mainzer Abwehrmann da. Guter Vorstoß da jetzt. Ja, die wollen einfach nur Zeit von der Uhr nehmen, die Werderaner. Die scheinen mit dem 0:0 zufrieden zu sein. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ein Platz. Pass mit viel Auge. Ah! Oh, wo rennt er denn hin? Oh. Was macht der? Ja. Du hast gesehen, da lag Onisivo und Pavlenka fällt über ihn nach einer Stunde. Ja komm, wir nehmen mal lieber Boetius raus. Nicht, dass der wirklich noch verletzt ist oder so, aber es sieht hier nicht danach aus. Habe ich überhaupt jemanden, den ich da hinstellen will? Stöger kann das und das. Hallo. Ja, ne, Boetius muss durchspielen, das tut mir jetzt leid. Könnten Pierre Conde Malon? Den packen wir noch rein. Genau. So. Es gibt einen Wechsel. Ja, bei uns auch. Genau. Ah! Gut verteidigt. Eggestein verteidigt mit. Das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Die Nummer 14. Ludwig Augustinsson. Marco Friedl. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Leonardo Bittencourt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Bittencourt beschwert sich dann noch. Dabei war das kein Foul. Latza. So, dann muss auch G in die Schnittstelle starten. Jetzt ist es ein bisschen spät. Oh, jetzt geht Toprak so in die Gräten, ey. Die schreien nach den gelben Karten, ne? Diesmal scheint es aber keine zu geben. Den mache ich kurz. Ich hoffe, genau da wollte ich hin. Spielt den Ball kurz. Robin Hack. Oh! Ja, jetzt fehlt natürlich Hack hinten. Das war richtig dumm. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, aber Werder spielt das viel zu unüberlegt. Das war dann doch nichts. Pierre Conde Malon. Robin Quaison. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ja. Ah! Starker Zweiger. Wenn ich da eine Sekunde schneller als Toprak am Ball bin, dann ist es das. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, guter Pass. Sehr gut. Hack passt auf. Karim Onisivo. Boetius. Ah! Oh, sehr gut. Die Mainzer stehen hinten gar nicht so schlecht jetzt gerade. Oh, da, schon wieder das Foul. Hier nicht mein Vorteil. Robin Quaison. Jetzt mal vor. Oh. Und da ist der Ball wieder weg. Wenn der natürlich reingeht von Werder, ist richtig ärgerlich. Für sie. Oh, erneut jetzt der Ball lauf raus. Dich doch. Also, Boetius gefällt mir da jetzt gerade überhaupt nicht. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Maximilian Eggestein. Werder Bremen macht Druck. Sag mal, die rennen immer zur Eckfahne, als ob die echt mit einem 0-0 zufrieden sind. Das ist doch. Defensiv machen sie es gut. Karim und jetzt haben sie den Ball. Da wollte ich den Ball auf Latza bringen. Können sie sich den Sieg doch noch holen? Der da durchgestartet war. Könnte die Führung werden. Puh. Ja, Zentner hält den einen oder anderen Treffer fest. Nochmal Ecke und eine gute Gelegenheit. Vielleicht nicht nur durch seine Pantomima-Aktion beim Elfer hat er geglänzt.
muss er aufpassen. So, eine Minute Nachspielzeit, wahrscheinlich. Ja, Friedel passt aber auf. Das war's. 90 Minuten also, es steht genau mit so einem Spiel rechne ich auch am Samstag. Also, mehr schlecht als recht. Mainz natürlich glücklich, dass der Elfmeter nicht reingegangen ist. Und das war einfach zu ungefährlich von beiden Mannschaften. Mal gucken, wie es am Samstag um 15.30 Uhr ausgeht. Denkt dran, eure Wünsche in die Kommentare zu schreiben. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und viel Spaß bis zur nächsten Folge. Macht's gut!